Hallo Leute, willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Guten Tag, ich möchte bitte eine Fahrkarte nach Stuttgart. Einfach oder hin und zurück? Hin und zurück, bitte. Wann möchten Sie fahren? Heute, am Freitag, möchte ich hinfahren und am Sonntag zurück. Heute, am Freitag, möchte ich hinfahren und am Sonntag zurück. Gut. Da können Sie direkt fahren. Sie müssen also nicht umsteigen. Haben Sie eine Bahncard? Gut. Da können Sie direkt fahren. Sie müssen also nicht umsteigen. Haben Sie eine Bahncard? Eine Bahncard? Nein. Was ist denn das? Eine Bahncard? Nein. Was ist denn das? Das ist eine Karte, für die Sie einmal pro Jahr einen Grundpreis bezahlen und mit der Sie 25,50 € oder Rabatt auf jede Fahrt bekommen. Fahren Sie regelmäßig Bahn? Das ist eine Karte, für die Sie einmal pro Jahr einen Grundpreis bezahlen und mit der Sie 25,50 € oder Rabatt auf jede Fahrt bekommen. Fahren Sie regelmäßig Bahn? Nein, überhaupt nicht. Ach, dann lohnt es sich auch nicht für Sie. Und Ihren Hund? Möchten Sie auch mitnehmen, oder? Ein Hund kostet den halben Fahrtpreis. Ach, dann lohnt es sich auch nicht für Sie. Und Ihren Hund? Möchten Sie auch mitnehmen, oder? Ein Hund kostet den halben Fahrtpreis. Ja, ich weiß. Das ist zwar teuer, aber der Hund muss mit. Ja, ich weiß. Das ist zwar teuer, aber der Hund muss mit. Möchten Sie auch einen Platz reservieren? Ja, bitte. Ich nehme heute den Zug um 19.12 Uhr und am Sonntag den um 17.35 Uhr. Gibt es einen Fensterplatz? Ja, bitte. Ich nehme heute den Zug um 19.12 Uhr und am Sonntag den um 17.35 Uhr. Gibt es einen Fensterplatz? Ja. Für die Fahrt heute haben wir noch einen Fensterplatz. Aber für Sonntag? Warten Sie mal. Nein, leider nicht. Soll ich Ihnen dann einen Platz am Gang reservieren? Ja, für die Fahrt heute haben wir noch einen Fensterplatz. Aber für Sonntag? Warten Sie mal. Nein, leider nicht. Soll ich Ihnen dann einen Platz am Gang reservieren? Nein, danke. Da schaue ich dann selbst nach einem Platz. Können Sie mir sagen, von welchem Gleis der Zug abfährt? Nein, danke. Da schaue ich dann selbst nach einem Platz. Können Sie mir sagen, von welchem Gleis der Zug abfährt? Gleis 14. Das macht dann alles zusammen 102 €, bitte. Gleis 14. Das macht dann alles zusammen 102 €, bitte.
Kann ich mit der Karte zahlen? Ja, natürlich. Guten Tag. Ich brauche eine Fahrkarte nach Kiel. Einfach oder hin und zurück? Einfach, bitte. Und ich möchte mit dem Schlafwagen fahren. Wann möchten Sie fahren? Nächste Woche, Freitag, mit dem Zug um 22.30 Uhr. Nächste Woche, Freitag, mit dem Zug um 22.30 Uhr. Ja, da ist noch ein Schlafwagen platzfrei. In einem Zweierabteil. Haben Sie eine Bahncard? Ja, da ist noch ein Schlafwagen platzfrei. In einem Zweierabteil. Haben Sie eine Bahncard? Ja, ich habe eine Bahncard. Gut. Also, Sie können mit dem Schlafwagen bis Hannover fahren. Dort kommen Sie um 6.15 Uhr an. Dann müssen Sie umsteigen in den Zug nach Kiel. Gut. Also, Sie können mit dem Schlafwagen bis Hannover fahren. Dort kommen Sie um 6.15 Uhr an. Dann müssen Sie umsteigen in den Zug nach Kiel. Wann fährt der Zug ab? Sie haben eine halbe Stunde Aufenthalt. Der Zug geht um 6.48 Uhr. Sie haben eine halbe Stunde Aufenthalt. Der Zug geht um 6.48 Uhr. Kann ich für diesen Zug auch einen Sitzplatz reservieren? Kann ich für diesen Zug auch einen Sitzplatz reservieren? Natürlich. Möchten Sie einen Platz in einer Vierergruppe mit Tisch? Natürlich. Möchten Sie einen Platz in einer Vierergruppe mit Tisch? Gerne. Und einen Fensterplatz, bitte. Gut. Ihr Zug geht in München von Gleis 22 und in Hannover kommen Sie auf Gleis 8 an. Der Zug nach Kiel geht vom selben Bahnsteig auf Gleis 7. Gut. Ihr Zug geht in München von Gleis 22 und in Hannover kommen Sie auf Gleis 8 an. Der Zug nach Kiel geht vom selben Bahnsteig auf Gleis 7. Gut, vielen Dank. Was kostet die Karte? Das macht 158,20 Euro. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Das macht 158,20 Euro. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Bar, bitte. Okay, danke. Ich wünsche Ihnen gute Reise.